Hallo zusammen zum neuen Mal-Tutorial vom Chef Urbos. Und zwar habe ich ja hier diesen coolen Gorgonaut zusammengebaut und der wird jetzt bemalt. Und zwar werde ich den im Bad Moon Style bemalen, das heißt also gelb. Und gelb, wie die meisten vielleicht von euch wissen, ist eine ziemlich undankbare Farbe zu malen. Sieht nachher, wenn es richtig gut gemacht ist, auch richtig geil aus, aber ist ziemlich tricky, weil gelb eigentlich nicht so gut deckt. Gerade auf schwarz ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Nein, Quatsch. Wir werden einfach mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich fange jetzt erstmal an mit einem großen Dry Brush und Nikon Compound. Aufpassen, dass nicht zu viel Farbe am Pinsel ist. Am besten immer irgendwo anfangen, wo es jetzt nicht so wichtig ist. Hier zum Beispiel unten. Ihr könnt natürlich auch unten überhaupt nicht bemalen, aber ich male es trotzdem mit. Locker drüber streichen. Wenn man sieht, dass das in Ordnung ist, dann kann man auch die anderen Parts streichen. Jetzt könnte man sagen, ja, warum mache ich denn jetzt hier überhaupt Nikon Compound drüber? Das soll ja nachher gelb werden. Ja, ich mache trotzdem komplett alles, weil ein paar Teile, wie hier die Beine oder so, bleiben ja nachher silberfarben. Und ich werde zum Beispiel auch nicht alles hier komplett gelb machen. Man könnte zum Beispiel auch ein paar Stellen weglassen und da drunter ist dann ja das Metall einfach zu sehen. Das sieht bestimmt eigentlich ganz cool aus. Mal gucken. Also ruhig ein bisschen mehr Farbe nehmen, das ist jetzt ein bisschen wenig. Auf jeden Fall, ihr wisst, wie es jetzt geht. So, ganz einfach. So, das dauert eine Zeit lang, weil man muss doch relativ viel brushen. Ich habe ja auch den Kopf hier abgelassen, damit man auch hier innen drin, was man jetzt aber nicht sieht, doch ein bisschen, da innen drin habe ich halt auch gebrushed. Ja, ein bisschen sieht man es, hier sieht man es noch besser. Das werde ich auch so lassen. Also da machen wir gar nicht so viel im Innenraum, aber ich will es schon so spielen, dass man die Türen auch offen, also öffnen kann, und im Innenraum sieht es halt so aus. Wer jetzt Lust hat, kann natürlich das Ganze so lassen. Könnt ihr schon eigentlich einsetzen auf dem Schlachtfeld. Sieht auf jeden Fall besser aus als unbemalt. Aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr machen. Also wir wollen große Teile hier der Panzerplatten wollen wir jetzt gelb machen. Und ein Teil, wie jetzt hier die Läufe oder auch hier die Krallen, die werden wir silber lassen. Als nächstes werden wir mit einer selbstgemischten Dunkelbraun, das heißt also Mournfangbraun und Schwarz. Alternativ kann man natürlich auch nur Mournfangbraun nehmen. Werden wir jetzt über alle Stellen drüber gehen, und zwar Trockenbürsten, also das heißt, ich muss hier einen Teil abstreifen wieder, die nachher gelb werden sollen. Das ist eigentlich die ganze Frontpanzerung zum Beispiel. Ich werde aber nicht überall komplett deckend drüber gehen, damit man auch noch einen Teil von dem Silber auch noch sehen kann. Das ist hier gerade in den Rändern, da ist dann halt die Farbe abgeplatzt. Ja. So sieht es zurzeit aus. Den Kopf habe ich abgelassen. Und bevor wir jetzt mit Gelb da drüber gehen, machen wir noch einen Zwischenschritt. Und zwar mit Zandridast. Zwar muss der Pinsel sehr gut abgestrichen werden und dann wirklich nur einfach ganz locker hier drüber gehen. Nicht überall. Das geht jetzt super schnell, weil wir da wirklich nur an grob drüber gehen. Die Struktur sieht echt schön aus. Wer natürlich will, könnte das dann auch so lassen.
Das ist dann so ähnlich wie mein einer Dakar-Chat. Der ist ja auch in braun bemalt. Den habe ich so ähnlich angemalt. Kann jeder so machen, wie er will. Aber danach gehe ich nochmal mit Gelb drüber. Das geht relativ schnell, wie ich schon gesagt habe. Der Kopf ist immer noch nicht fest. Und hier sieht man jetzt schon schön die Struktur, die ganzen Kratzer, die in dem Metall drin sind. Also sieht echt top aus. Als nächstes werde ich versuchen, jetzt darüber Avalon Sunset zu brushen. Aber erstmal an der Stelle, die nicht so wichtig ist. Zum Beispiel an den Füßen. Das ist also noch zu viel Farbe. Ich habe noch keine Erfahrung damit, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Darum seid ihr sozusagen live dabei, wie ich mir entweder das Modell versaue oder wie es ein richtig cooles Bad Moon Yellow gibt. Bis jetzt überzeugt mich es noch nicht so. Also so richtig gelb sieht es noch nicht aus. Jetzt sind wir dabei. Also versuchen wir es jetzt mal mit Uriel Yellow, das ist eine Layerfarbe, da einfach noch eine Schicht drüber zu legen. Oh Mann. Ich hätte es einfach nur braun machen sollen. Naja, das sieht zumindest schon mal gelber aus. Könnte was werden. Bitte noch nicht direkt mitmachen. Wartet erstmal das Ergebnis ab. Ich bin mir noch unsicher. Ja, kommt aber schon. Okay. Drückt mir die Daumen. Ist auf jeden Fall schon mal was anderes, als was ich bis jetzt hatte. Sieht schon relativ gelb aus. Man muss nur aufpassen, an manchen Stellen, wo man nicht gut das Braun gebürstet hat, hier, da wird das dann mit dem Gelb ein bisschen grünlich. Das ist ein Zeichen, dass man zu wenig braunen Untergrund hat. Aber ansonsten gefällt mir es soweit schon ganz gut. Ganz am Schluss werde ich das nochmal mit Sepia, Glühfond Sepia waschen. Aber vorher werde ich jetzt erstmal noch die roten Verzierungen aufbringen und das dann alles komplett mitwaschen. Wenn jetzt hier so ein bisschen an manchen Stellen vom Metall ein bisschen gelblich geworden ist, das kann man entweder so lassen, das ist dann Dreck, oder man bürstet einfach nochmal ein paar Stellen mit Necron Compound drüber. Ich habe mir ein bisschen Dunkelrot mit Blood Red und Chaos Black oder Abaddon Black in einem Kronkorken. Jetzt hier kein Bier, sondern das ist Malzbier. Gemischt. Kann also jeder auch so nachmachen. Schmeckt übrigens gut gekühlt am besten. So, und dann gehen wir einfach mal über die Stellen, die rot werden sollen, drüber. Ich versuche es jetzt erstmal ein bisschen zu brushen. Wenn das nicht klappt, werde ich es ganz normal mit dem Pinsel auftragen. Aber so hat man halt noch ein bisschen Struktur halt mit drin. Mal gucken, ob es was aussieht. Wenn nicht, trage ich es komplett auf. Aber eigentlich sieht es so schon ganz gut aus. Kann aber jeder so machen, wie er Bock hat. Man sollte bloß nicht drüber malen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Lassen wir erstmal so.
vielleicht fällt es nachher gar nicht mehr so auf. Ich meine, das wurde ja von Orks oder von, wahrscheinlich von Grotzen angemalt. Die sind ja auch nicht so super genau. Also sie sind nicht so super genau. Okay, schauen wir mal. Das sieht schon mal ganz gut aus. Der Kopf ist noch nicht richtig dran. Darum wackelt er noch ein bisschen. Aber ansonsten ist das Brot so in Ordnung. Als nächstes versuche ich noch ein paar Schachbrettmuster aufzumalen, wie im Buch. Da ist nur die Frage, ob ich die auch in Rot mache oder in Schwarz. Im Buch ist es in Schwarz. Vielleicht ist Rot, zu viel Rot auch nicht so gut. Ich werde es jetzt auf jeden Fall erstmal aufmalen. Und zwar machen wir 0,5 cm breit und 0,5 cm hoch. Man muss immer vorne anfangen. Und jo, nehmen wir das hier als Oberkante. Und dann könnten wir 2 machen. Das heißt, ich will aber 3 haben, darum fangen wir hier oben an. Muss nicht alles akkurat sein. Also hier fangen wir an. Dann sind das die 0,5. Das ist alles ein bisschen wackelig. So. Hier ist nochmal 1 und das ist die Unterkante. Okay, genauso von vorne hier messen wir jetzt dann auch jeweils 5er Schritte ab, 0,5er Schritte und dann klappt das. Und dann zeichne ich es ein, zeige ich euch gleich. So sieht es jetzt aus. Ein bisschen länger gedauert, ist ein bisschen, ja, Fuddelarbeit, aber jetzt sieht's gut aus. Jetzt bemalen wir mit einem ganz dünnen Pinsel die roten Quadrate. Wenn es nicht gut aussieht, kann ich es immer noch mit Schwarz bemalen. Darum fange ich jetzt mit Rot an und nicht mit Schwarz. Kann auch jeder so machen, wie er Lust hat. So, das hier bleibt frei, also gelb, und hier kommt das nächste hin. Wenn man zu viel Farbe hat, geht man schon mal ins nächste Kästchen, kann da schon ein bisschen was hinmachen und macht dann erst da weiter. Und wenn man sich vermalt, ist auch nicht schlimm, dann geht man einfach noch mit einer Farbe drüber. Genau. So geht es jetzt im Wechsel. Das da wird rot, das da, das da, das da, das da, das da, das da, das da. Jo, bis gleich. Und mir gefällt es nicht so gut. Ich glaube, ich werde es doch schwarz machen. Ich habe jetzt verschiedene Verzierungen schon drauf gemalt auf den Gorkanaut. Ganz besonders stolz bin ich hier vorne auf Schachbrettmuster und auf das hier. Und auf das hier mit der Bezeichnung Gork 1. Sehr cool. Da habe ich hier noch den Pfeil angebracht. Da ist Daka und die Abschlussliste. Und auf der Rückseite haben natürlich die Grottboys hier wieder Tic-Tac-Toe gespielt. Mehr kommt jetzt erstmal nicht drauf. Also zumindest nicht als Freehand. Sondern jetzt werde ich noch ein paar Sachen, ein paar Abziehbilder draufkleben. Und zwar hauptsächlich schwarze. Die passen sehr gut halt zu dem Gelb. Zu viel Rot hier auf dem Modell
Sieht irgendwie nichts aus, habe ich ja schon mal ausprobiert. Dann schneide ich jetzt einfach mal welche aus. Upsi. Ziemlich nah am Motiv abschneiden. Dann kann man es nachher besser handeln. So. Das kommt einfach hier ins Wasser. Noch untertunken. Und dann ungefähr 10-20 Sekunden warten. In der Zeit schneide ich noch ein paar mehr. Zu viele darf man auch nicht reinmachen, sonst schwimmen die hier in der Gegend rum. Ich habe ein paar zu viele reingelegt. Aber es geht schon. Holen wir jetzt einfach mal das hier raus. Das wälzt sich jetzt hier so zusammen, das ist ein bisschen doof. Das müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das jetzt hier nochmal auseinander kriegen. So, vorsichtig hier so abziehen. So. Und dann vorsichtig mit dem Pinsel ein bisschen entfalten. Und dann in die richtige Richtung schieben. Kann auch vorsichtig mit der Hand noch ein bisschen schieben, muss aber aufpassen, das zerreißt ziemlich schnell. So. Das sieht ja cool aus. Genauso mache ich das jetzt mit den anderen auch. Vielleicht ein Pferd mit den Emil basteln. Das wäre doch auch cool, ja, mit den Emil. Könnten wir auch machen. Aber es kann kein Pferd. Ich male dir gleich eins. So, ich habe jetzt noch verschiedene Panzerplatten, wie jetzt hier unten, hier an den Füßen, hier und hier, schwarz bemalt. Hier oben die Zähne schwarz bemalt. Hier diese Stacheln. Und da werde ich jetzt nur ein ganz kleines bisschen nur die Kanten, wie ich es auch hier bei den Zähnen gemacht habe, sieht man, ein bisschen mit Necron Compound bestreichen. Nur damit es ein bisschen abgenutzter aussieht. Der große Assistent guckt zu, ob ich das richtig mache. Das heißt, nur ganz vorsichtig hier so an den Kanten entlang ziehen. Genau. Genau, oder? So. Noch ein bisschen zu viel. Genau. Ah, oh, das sieht nicht so aus. Na ja, gut. Machen wir den halt ein bisschen mehr. Kann man auch nochmal nachher noch mit Schwarz drüber machen. So ungefähr sieht's aus. Der Totenkopf ist ein bisschen zu viel geworden. So, und das machen wir dann hier auch. Genau, so wird das alles gemacht. Das klappt man hier auf, dann können da auch rein. Und da oben können auch rein. So, also, so wird's gemacht. Als nächstes bemale ich nur noch die letzten Einzelteile, wie Lampen, hier die Hörner und die ganzen Kabel. Ich fange jetzt einfach mal bei den Kabeln an. Mache ich jetzt einfach Mood Green. Und fange einfach mal hier an. Kann man natürlich auch silbern lassen. Kann jeder so machen, wie er Lust hat. Ich habe jetzt nur die flexiblen Kabel bemalt. Also nicht hier die. Die bleiben so. Also nur hier solche und die hier bemalt. Die werden nachher nochmal gewascht, damit die nicht so sauber aussehen. Jo. Als nächstes bemale ich die Hörner mit Bleachbone. Die werden dann später auch nochmal bearbeitet, damit die nicht so sauber aussehen. Okay. Ich bin gerade beim Bemalen in eins von den Abziehbildern gekommen, das ist ein bisschen abgegangen. Darum wäre vor dem Mattlacken an sich
die Abziehbilder ein bisschen fixieren will, kann ein bisschen Acryl-Mattlack nehmen und einfach hier über die Abziehbilder ein bisschen über den Rand drüber, und das trocknet dann und dann wird das festgehalten durch den Acryl-Mattlack. Und nachher sieht man das dann auch nicht mehr. Das mache ich jetzt überall mal. Bis gleich. Als nächstes mal noch die Linsen hier an. Die. Das könnten wir jetzt mit Blau zum Beispiel auch machen. Aber ich werde Rot und Grün verwenden, damit ich nicht zu bunt werde. Rot und Grün habe ich ja auch schon bei den Schläuchen. Ja, mein Akku hat ein bisschen versagt. Darum habe ich das Rot schon aufgetragen. Jetzt kommt dann Grün. Achtung, Achtung, ganz krasse Änderung. Ich habe jetzt alles, was grün ist, blau gemalt. Auch hier hinten die Kabel. Und ich finde, das sieht besser aus. Das Blau passt einfach besser zu dem Gelben, als das Grüne zu dem Gelben. So, kann natürlich jeder so machen, wie er will. Ich finde, es sieht jetzt cool aus. Und hier habe ich jetzt mal versucht, so einen kleinen Linseneffekt einzubauen. Hier bei der. Ich weiß nicht, ob es so gut gelungen ist, aber wenn ihr das auch machen wollt, das ist jetzt also ganz einfacher, also nicht, ob das physikalisch oder wie auch immer richtig ist. Als erstes macht man mit Joker RO Orange, also mit einer helleren Grundfarbe, hier ganz leicht am Rand eine gebogene Linie. Kann man natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten, wenn die nicht so gut geworden ist. Oder wenn die zu dick wird, wie jetzt hier, kann man dann gleich mit Rot noch ein bisschen nachfeilen. Dann setze ich nochmal Joker Orange hier so einen kleinen Kreis hier oben hin. Und da kommt noch ein kleiner Punkt Weiß rein. Es ist unglaublich, wie lange dann so Kleinigkeiten aufhalten. Und die Linsen sind mir noch nicht mal gut gelungen, muss ich sagen. Ich werde es jetzt nochmal mit Grün von Sepia und auch die ganzen Kabel nochmal waschen. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber die Linsen erst, wenn sie getrocknet sind. Darum fange ich mal mit den Kabeln an, weil die sind schon getrocknet. Da wird man jetzt nicht so viel sehen, aber ich mache es trotzdem. Und hier komplett. Diese Bänder, die habe ich nochmal mit mit Fortress Grey angemalt. Und wenn man da so ein bisschen drüber geht, läuft das Wash schön in die Vertiefung rein. Und das sieht dann nochmal ganz cool aus. Alternativ kann man es auch mit Acrax Earthshade machen. Wenn das jetzt nicht richtig rüberkommt mit dem Grün von Sepia, werde ich das auch nochmal mit Acrax Earthshade machen. Die Linsen werde ich nicht mit Grün und Sepia waschen, doch nicht, sondern die roten mit Fugien Orange, ganz leicht. Und die anderen mit Tragenhof Nightshade, die blauen. Und weil wir gerade beim Waschen sind, dann noch Acrax Earthshade, die Hörner. Ich habe ein bisschen viel genommen jetzt auf dem Waschpinsel. Mal gucken. Ja, doch. Geht gut. Bevor wir jetzt mit den Orks anfangen, weil der Rest ist eigentlich fertig, gehen wir noch mal ganz kurz über die Metallteile mit Genner's Gold drüber und einem Tri-Brush-Pinsel. Und zwar einfach nur wahllos hier ein paar Teile. Bringt einfach noch mal ein bisschen Abnutzungseffekt rein. Und sieht einfach noch mal ein bisschen besser aus. Muss man nicht malen, ist optional. Ich finde es ganz nett.
Okay. An manchen Stellen, das zeige ich jetzt nicht mehr, ganzer Motorblock und so, habe ich jetzt nochmal Nullen Oil aufgetragen. Das soll einfach nochmal so ein bisschen Ruß darstellen. Und jetzt überlege ich noch ein bisschen. Wo haben wir es denn? Ein bisschen Grün von Sepia über das Gelb drüber zu streichen. An manchen Stellen. Das sieht dann auch einfach nochmal ein bisschen abgenutzter oder verwaschener dann aus. Muss man nur aufpassen. Ja. Das sieht aber dann nicht zu braun aus. Ich denke mal, das verstärkt den Gelbeffekt nochmal ein bisschen. Ist optional.